Ich werde den Teufel tun und mich beschweren, dass er abgelassen hat. Da irgendwas gehört da oben. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, dass der von mir ablässt, aber er lässt ab. Ich bin unschuldig. Das ist der friedlichste Wolf der Welt. Da unten rechts. Er hatte Mitleid mit uns, nachdem wir uns verknackst haben. Ich find's immer noch schade, dass sie die Animation rausgenommen haben, dass man so macht, ne? Wenn man so stolpert, finde ich echt schade, dass sie nicht mehr im Spiel ist. Das hat für mich immer so ein bisschen so dieses Flair ausgelöst gehabt von diesem Realismus, wenn ihr versteht, was ich meine. Bin ich jetzt schon richtig? Oder bin ich hier falsch? Ich gehe jetzt einfach hier hoch. Dieser Realismus halt einfach, dass man stolpert und so, ne? Das hat es für mich dann immer so ein bisschen ausgemacht. Das fand ich eigentlich immer ganz cool. Nee, ich bin hier falsch. Das ist der falsche Aufgang. Wobei, ich kann ihn überprüfen. Nicht, dass er doch diesen Aussichtsturm gemeint hat. Na, wir überprüfen einfach beide. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Wobei mir der Weg jetzt hier schon ein bisschen komisch vorkommt. Ich erinnere mich gar nicht an diese Art des Aufstiegs hier. Das muss ja dann doch wieder der richtige sein jetzt. Oder? Na, wir werden es gleich sehen, wenn wir oben ankommen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es zwei Aufstiegsmöglichkeiten. Ah, wir sind am richtigen. Also da, wo ich ursprünglich. Ich bin den hier irgendwie komplett umgangen. Krass. Bin weiter gelaufen, als ich dachte. Wann schafft man sowas denn mal bitte? Das sieht man mal wieder, ja, Mörp hat's voll drauf, ne? Kennt die Map in- und auswendig nicht. Definitiv nicht. So, wo hat der jetzt hier sein geheimes Bärenfellversteck? Ich würde erwarten, dass dieses Bärenfellversteck entweder verdammt gut ist oder verdammt schlecht. Ich meine, ich muss es ja auch finden können. Irgendwo hier repariert er sein Bärenfellzeug. Gucken wir, ob es jetzt hier noch irgendwelche Infos dazu gibt. Nein. Also wenn es jetzt nicht da oben ist, dann habe ich nur noch eine einzige These und dann ist es wirklich der Abgerissene da drüben. Aber dann wüsste ich nicht, wo das sein soll. Außer in diesem Vorratsversteck, was wir ohnehin schon geplündert haben. Tja, sieht es hier nicht so... Natürlich war es das. Und ich habe schon einen Witz drüber gemacht. Und ich habe einen Witz drüber gemacht. Ach, Gottchen, Leute, ey. Ja, da ist es. Aktionen reparieren. Boah, geht's. Ja, nicht schief, ey. Ich hab nur das eine. Tja. Kann damit nichts machen. Außer nach Hause zurück. Oh, diese Scheißtür. Fliegt mir jedes Mal ins Gesicht. Gut, zurück zu Jeremiah. Ich habe noch diesen Witz gemacht gehabt. Das sieht aus wie so ein Bärenfell, wisst ihr? Wisst ihr noch in der letzten oder vorletzten Folge? Wann auch immer wir das letzte Mal hier waren. Wäre so geil gewesen, wenn man das hätte mitnehmen können. Aber zu dem Zeitpunkt konnte ich es noch nicht mitnehmen. Gut, ist vielleicht auch besser, weil dadurch weiß halt die Quest, ne, was ich jetzt tun kann und was nicht, beziehungsweise... Dass das Ding halt einfach dort ist, ne? Und dass ich da nicht irgendwie einen anderen Quatsch finden muss.
Gut, das heißt aber, wir schaffen das jetzt noch mit Jeremiah. Also noch bevor der Tag zu Ende geht, vor allem. Und auch in meiner kleinen mörpischen Welt. Bevor die Aufnahmesession zu Ende geht. Eieieiei. Warum tue ich das eigentlich immer? Warum? Hand ist wichtiger als Fuß. Rennen kann ich eh nicht. Und es fängt schon wieder so ein Sturm an. Unsympathisch, diese Stürme. Sie kommen immer dann, wenn man sie nicht brauchen kann. Zugegebenermaßen kann man sie nie brauchen. Tja, wegrennen, wie gesagt, ist keine Option, aber immerhin können wir jetzt schießen. Man merkt mal wieder quasi, man sollte halt einfach auch nicht so oft diese Querwege verwenden, so wie ich das tue. Das Spiel mag das nicht so sehr. Das ist sozusagen der Fingerzeig von Hinterland Studio. Tu das doch nicht. Tu das doch einfach nicht. Mörp, lass das. Und Mörp so, wieso? Ich hab doch Schmerzmittel. So, laufen wir mal den Weg nach Hause. Das da vorne ist, glaube ich, kein Wolf, das Schwarze da vorne. Der da. Ja, das tut weh, aber da kommst du auch, da kommst du jetzt nicht drum rum, mein lieber Freund. Ach, warte mal, das ist jetzt... Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Der gefrorene Bach. Schon wieder haben wir Hunger ohne Ende. Auf lange Sicht wird die Überlebensperspektive, was das Essen angeht, dann doch schon ein bisschen schwieriger. Gut, ich meine, wir haben noch einen ganzen Haufen Rohrkolben. Und ich glaube, da drüben irgendwie noch am Rätselsee gibt es noch jede Menge, die man einsammeln kann. Da sind wir noch gar nicht gewesen. Ich bin jetzt echt mal gespannt, ob er uns demnächst nicht einfach mal irgendwo hinschickt. Wo dann auch mal quasi so eine persönliche Storyline dann quasi am Start ist. Ähnlich wie es bei der Grauen Mutter war. Ich hatte ja eigentlich schon früher damit gerechnet. Und damit sind wir wieder am namenlosen Teich. Was höchstwahrscheinlich auch wirklich sein Name ist. Der Name ist namenloser Teich. DSA-Fans zucken in sich zusammen. So, hier nehme ich dann doch mal die Bartflechten mit. Einfach nur so. Nicht, weil ich sie momentan dringend brauche, aber man könnte sie in absehbarer Zeit mal brauchen. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie er einfach die Waffe dann quasi gerade wegsteckt und dann wieder rausholt, wegsteckt, rausholt. Jetzt zwinge ich ihn dazu, das mehrfach zu machen. Ich liebe es, ihn zu ärgern. Ich fordere die Animation des Spiels heraus. Vielleicht vergisst das Spiel ja irgendwann mal die Animation. Da drüben ist wieder ein Reh. Brauche immer drei Stück, um was herstellen zu können. Er hat es diesmal nicht getan. Habt ihr es gesehen? Gerade eben. Er hat es nicht getan. Die Waffe weggesteckt. In dem Augenblick passiert es, wo ich sage, vielleicht vergisst das mal. Das Spiel vergisst tatsächlich das eine Mal, die Animation zu machen. Ich meine, ich weiß sowieso nicht, warum sie macht, aber... Er hat sie nicht gemacht. Hallo, Häslichen. Ich frage mich ja echt, ob man mit diesem...
mit der Flaregun tatsächlich auch ein Tier töten können. Also ich glaube es ja nicht. Irgendjemand von euch hat mir geschrieben gehabt, dass er das irgendwie hinbekommen hätte mit einer Flare, ein Tier zu töten. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Also ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass man in echt so ein Häschen damit töten könnte. Das wäre ein sehr, sehr unschöner Tod. Das Häschen ist klein genug, dass es wahrscheinlich von der Flare bei lebendigem Leib gekocht werden könnte. Und ist partiell, so weit partiell, dass es auch wirklich tödlich ist. Bei einem Wolf kommt es, glaube ich, dann drauf an, wo man ihn treffen würde. Und es müsste halt auch irgendwie an seinem Körper hängen bleiben, ne? Wenn es ihn an einer kritischen Stelle trifft, dann könnte es ihn auch töten. Bei einem Bär bin ich mir da nicht mehr so sicher. Wobei, wenn es ihn in den Rachen trifft, das wäre wieder dieser epische Bullseye-Schuss. Dann wahrscheinlich auch. Weil der kann ja dann nicht mehr fressen, ne? Oh, das wäre dann auch eher so eine Langzeitkiste, bis der dann verendet. Ich hypothetisiere, falls ihr euch fragt, was ich gerade tue. So. Mir kommt da gerade eben einfach der Gedanke, weil irgendjemand mal und in den Kommentaren geschrieben hat, er hätte mal einen Wolf mit einer Flare getötet. Und ich frage mich, wie das auch rein realistisch gehen könnte. Also was müsste man treffen, damit das Tier so kritisch verletzt wäre, dass es daran verendet, ne? Und die nächste Frage ist, ist das in dem Spiel auch nur ansatzweise bedacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, wir sind fast schon wieder zurück. Die Wege sind gar nicht so weit, wenn man einfach direkt läuft. So, warte mal. Ich habe jetzt, glaube ich, meine ganzen Schmerzmittel aufgebraucht. Das heißt, ich muss vor der Tür jetzt wieder die 6 Schmerzmittel aufsammeln. Damit wir wieder glitschen und bergsteigen können. Ich weiß, dass die Schmerzmittel eigentlich eher dafür gedacht sind, sie einzuwerfen, wenn irgendwie ein Wolf oder ein Bär einen böse verletzt hat. Und wir sind gleich wieder auf der anderen Seite. Der Tag neigt sich auch schon wieder dem Ende zu. Und da sind wir auch schon. So. Ein Geschenk für Jebediah. Der mag ja Stöckchen. Wirklich. Der will ja, dass man ihm sowas mitbringt. Deswegen bringe ich ihm jetzt einfach auch noch einen Stock mit. Stell dir vor, du gehst da wirklich rein und sagst, da, ich habe einen Stock für dich. Wie der dich angucken würde. Das ist die Vorstellung. Also, weißt du, du bringst einfach nur einen mit. Einen verdammten Stock. Zusammen mit dem, mit dem Bärenfell. Der würde wahrscheinlich einfach nur den Kopf schütteln und sagen, ja, Mackenzie, ich weiß, du bist mit dem Flugzeug abgestürzt. Mit was bist du nochmal zuerst aufgeschlagen? ja, war es wirklich die Schnauze des Flugzeugs? Oh, ja. Ich mag sowas. Ich mag diese Art von Humor. Surrounded by snow. Nothing to drink. Das war jetzt Antibiotika. Egal. Moment. Ich nehme mal da von was mit. Hinein! Tag auch. Ich hab da was für dich. Vertrauen? Gegenstände geben? Stock. Da! Viel Spaß damit. Wo muss ich das jetzt reinlegen? Wo hätte ich ihn bis draußen reinlegen müssen? Ich soll ihm den reparierten Mantel zurückbringen, ne? Das möchte ich ja gerne. Story? I've got your coat. Good as new. Also, ich habe deinen Bärenfellmantel. So gut wie neu. Gut genug. Okay, das war's. Das war's schon. Mein Vertrauen bei ihm gewonnen dadurch. Moment.
Nee, haben wir nicht. Was? Dafür gewinnen wir kein Vertrauen? Das ist ja mal arschig. Okay, Jeremiah, dann können wir nochmal über die Story reden. Mehr Überlebenstraining. Dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Dir bleibt nichts anderes übrig, Kumpel. Ich bin auch ohne dich weit gekommen, Pelzjäger. Aber nicht mit einem blutrünstigen Bären im Nacken. Vertrau mir, Mackenzie. Willst du wirklich deine Freundin finden? Hier findest du in allen Richtungen nur Wildnis und so weiter und so fort. Das haben wir alle schon mal gelesen. Ich höre. Ich werde dir was beibringen. Und dann wirst du etwas für mich tun. Den Bären töten. Genau. Ja, das hatten wir schon. Lass uns ein wenig über Überlebensfertigkeiten sprechen. Welche willst du dir aneignen? Ja, jetzt nehmen wir mal das Angeln, ne? Angeln? Haben wir dafür wirklich Zeit? Du wirst nicht immer die Möglichkeit haben zu jagen. Daher musst du mehr als einen Weg kennen, dich zu versorgen. Eiweiß ist im Winter Mangelware. Angeln kann einen nichtsnutzigen Piloten wie dich da draußen vor dem Tod bewahren. Du bist echt ein Sülzholzrastler. Geh zum Lagerbüro am Ufer des Rätselsees. Dort findest du Gerätschaften zum Eisfischen. Am See gibt es mehrere Hütten. Bring ein paar Fische mit, damit ich mir sicher sein kann, dass du zumindest nicht vor Hunger stirbst. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich dir nur genug Essen für den Winter beschaffen soll. Dein Gefühl trügt dich nicht. Schau mich an, Mackenzie. Der alte Bär hat mich ganz schön erwischt. In dieser Saison kann ich das Jagen oder Fallenstellen vergessen. Habe ich's auch gewusst, ne? Und wenn ich dir etwas beibringe und wir dadurch beide überleben, schadet das doch nicht, oder? Möchtest du es versuchen? Jo. Ich bin bald mit den Fischen zurück. Ich kann ihn schon riechen. Gut, dann haben wir diese Mission jetzt auch am Start. Ich guck mal da ganz kurz nochmal. Was passiert, wenn ich nochmal nach diesen Sachen frage? Bekomme ich dann nochmal dieselben Missionen? Ah ne, geht nicht. Geht nicht. Das Überleben geht vor. Wir machen weiter, sobald du deine Aktualisierung abgeschlossen hast. Okay, Lichter. Hast du die Lichter am Himmel nochmal gesehen? Ja, konnte kaum schlafen. So hell waren die. Irgendwas an ihnen ist anders. Nicht so wie das normale Nordlicht. Lichter, das Leuchten scheint... das haben wir schon mit ihm besprochen. Durchklicken. Und mehr. Oh, Wölfe. Waldflüsterer. Ah, da sind mehr Infos. Als ich da draußen war, wähnte jemand Waldflüsterer. Weißt du etwas darüber? Sicher, ich weiß alles über die Flüsterer. Was ist das? Eine Art Band? Ein Kult? Nichts dergleichen. Ökoaktivisten, einige nennen sie Terroristen. Sie kämpfen schon seit Jahren gegen eine weitere Ausbeutung der großen Bärinsel. Also sind sie gefährlich? Meistens nicht. Sie schlagen manchmal Nägel in die Bäume oder ketten sich an Holzfäller oder Bergbaugeräte fest, um zu protestieren. Was, sie schlagen Nägel in Bäume? Ich hoffe mal keine Kupfernägel, weil das tötet Bäume. Ohne Witz, das tötet Bäume. Tut das nicht. Das tötet Bäume. Das ist echt scheiße. Ich weiß, warum sie die Nägel reinschlagen. Die hauen da Dingens rein. Also die wollen halt, dass die Berg, dass die Holzfällergeräte dabei kaputt gehen, ne? Dass die Sägen und so weiter dann zerspringen und so. Aber wenn sie die falschen Nägel benutzen, dann ist der Baum halt auch tot. Ernsthaft, verletzt haben sie, glaube ich, noch niemanden, aber ich bin nicht gerade auf dem Laufenden. Also, was sind sie, Terroristen oder Aktivisten? Ich schätze, das hängt von der Sichtweise ab. Ich mische mich nicht in die Politik ein. Eins steht fest. In letzter Zeit haben sie viel mehr getan, als nur zu flüstern. Was meinst du damit? Vor einigen Nächten hörte ich Schüsse von der anderen Seite des Sees. Könnten Jäger gewesen sein, aber sie sind zu dieser Jagdzeit eigentlich nicht unterwegs. Glaubst du, es waren die Waldflüsterer? Keine Ahnung. Um ihretwillen hoffe ich, dass sie sich schnell aus dem Staub gemacht haben. Mit dem alten und wütenden Bären da draußen wäre das kein Vergnügen für sie. Gut, und dann reden wir nochmal über Wölfe. Sicher, es gibt da draußen viele Wölfe. Früher war das nicht so. Ich habe es dir ja schon gesagt. Etwas scheucht sie auf. Vielleicht ist ein Bär nicht unsere größte Sorge. Konzentriere dich auf das, was ich dir sage. Halte die Augen nach dem alten Bären offen. Er ist ganz schön ausgefuchst. Neben ihm sieht ein Wolf wie ein Schoßhündchen aus. Okay. Wölfe,
Die meisten Wildtiere hassen sie. Wie die meisten Wildtiere hassen sie Feuer. Ein Lagerfeuer hält sie dir in der Nacht um Hals. Zumindest meistens. Bastle dir selbst eine Fackel, wenn es sein muss. Eine Signalleuchte, wie man sie bei Unfällen auf der Straße benutzt, geht auch. Und wenn du Glück hast, verscheucht sie sogar einen Kopftreffer mit einem Stein. Ach, ein Kopftreffer. Ah, deswegen hat es nicht funktioniert. Und wenn ich nichts davon zur Hand habe? Dann wartest du, bis sie in Reichweite sind und dann schlägst du mit allem, was du hast, auf sie ein. Messer, Hammer, Beil oder deinen bloßen Händen. Und du hörst erst auf zu schlagen, wenn einer von euch tot ist. Klingt nach einem Muster. Genau. Wenn du leben willst, dann kämpfe. Also, ihr Hobbits als Darwin. Okay, das mit dem Hobbits verstehe ich jetzt gerade eben ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich sollte ich das wissen. Was? Ach, vergiss es. Gut, Ausweg? Früher oder später werde ich weiterziehen und meine Freundin suchen müssen. Da bleibt dir nur ein Weg, Pilot. Welcher? Du willst nach Ausdauermühle, dann musst du mitten durch diesen Damm. Das scheint nicht möglich zu sein. Der ganze Ort schien abgeriegelt zu sein, zumindest die Teile, die nicht herabfielen. Das mag sein, aber das ist der einzige Weg. Komm schon, erzähl mir mehr. Nicht, bevor ich sicher bin, dass du es schaffen kannst. Was schaffen? Den Damm zu durchqueren? Den Damm und alles, was dahinter ist. Gut, liebe Leute, das war's dann auch schon wieder. Oh, nee, eine Sache noch können wir machen. Telefon, das ist auch neu. In einer alten Jagdhütte, wo ich das alte Gewehr gefunden habe, habe ich ein Telefon klingeln hören. Also gut, es hat wirklich geklingelt, Wahnsinn. Ich bin rangegangen, aber die Leitung war sehr abgehackt. Was, ich bin rangegangen? Ist doch gar nichts passiert. Weißt du etwas darüber? Nein, aber es wundert mich nicht. Warum? Alte Telefonleitungen sind nicht vom Stromnetz abhängig, wie das bei dem neuen System der Fall ist. Das ist richtig, die analogen Dinger sind autark und haben eigene Stromversorgungen und können auch in der Regel quasi solche Dinge aushalten, solche elektromagnetischen Pulse. Das ist nur einer der vielen Punkte, den die alte Infrastruktur unserer modernen Fassung voraus hat. Na klar. Ich meine es ernst. Heute ist alles so integriert, so vernetzt. Es ist das reinste Kartenhaus. Wenn ein System ausfällt, fallen alle aus. Hast du eine Idee, woher der Anruf gestammt haben könnte? Das alte analoge System funktioniert vielleicht noch. Ich habe keine Ahnung, wie die Leitungen verlaufen. Der Anruf könnte von überall auf der Insel gekommen sein. Wenn du weißt, womit die Leitung und Schalter verbunden sind, kannst du es vielleicht herausfinden. Und wie stelle ich das genau an? Ich bin mir sicher, dass niemand weiß, dass diese alten analogen Leitungen noch verbunden sind. Du bräuchtest einen alten Leitungsplan der Telefongesellschaft. Aber keine Ahnung, wo du den finden kannst. Vielleicht in einer Art Archiv? Ich behalte es im Hinterkopf. So werden die alten Wege wieder zu den neuen Wegen. So. Und jetzt wirklich, liebe Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir müssen noch ganz, ganz kurz was trinken, was essen. Das macht absolut Sinn, dass diese alten analogen Systeme noch funktionieren, wobei die Aussage von Jeremiah natürlich jetzt ein bisschen übertrieben ist. Weniger problematisch ist meines Wissens nach die Vernetzung, also das Ausmaß an der Vernetzung, das ist natürlich auch ein Problem, aber hauptsächlich ist das Problem, dass die digitalen Systeme halt mit sehr, sehr empfindlichen elektrischen Bauteilen mehr oder weniger ausgestattet sind und die brennen halt einfach bei entsprechenden elektromagnetischen Pulsen oder bei starken Magnetfeldern, die hin und her schwingen und so weiter und so fort. Die brennen da halt durch, ähnlich wie bei einer Hitze eines Induktionsherdes. Wenn da einfach zu viel Energie plötzlich auf das System kommt, dann schmort das Teil und dann ist halt einfach vorbei. Dann ist kaputt und dann geht nichts mehr, weil diese kleinen Käbelchen und diese Platinen halt einfach so unglaublich anfällig sind dafür. So, das war's allerdings jetzt von der Folge, liebe Leute, oder von dieser Session. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.